Hallo und herzlich willkommen zurück zu Benishas Ghosts of New Eden. Ja, erstmal eine kleine Warnung vorweg. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme so gut hört, aber es wird sicher noch schlimmer werden im Laufe der Zeit. Es ist wieder schlimmer geworden mit meiner Nase bzw. mit meiner Stimme und ich hoffe aber trotzdem, dass ich die letzten Stunden hier so lange noch durchziehen kann, weil ich habe mir sagen lassen, dass wir so noch ungefähr zweieinhalb Stunden, je nachdem wie schnell wir sind, brauchen, bis das Spiel zu Ende ist. Und das würde ich gerne noch abschließen vor Ostern. Und nein, ich will jetzt nicht wieder irgendeine Spukermittlung haben. Ach, wie sind wir da eigentlich reingekommen? Wir mussten von einer Seite irgendwie... Ah nee, hatten wir die Tür? Nee, wir hatten die nicht entriegelt. Ach so, genau, wir haben es einfach aufgeschossen oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Konnten wir hier mit dem Aufzug, konnten wir, glaube ich, auch nach unten fahren, oder? Es war ja alles der gleiche Aufzug hier. Genau. Ja, und wie gesagt, ich würde es halt gerne noch vor den Osterferien bzw. vor Ostern jetzt hier abschließen, damit ich da einen Haken drunter machen kann, weil es mir wirklich, wirklich mies geht aktuell. Und je mehr ich natürlich abgeschlossen habe, ich wollte gerade sagen, das ist hinten, das ist da, wo ich rein muss, ne? Das Lebendreich ist hier nicht greifbar. Spektralnetze versperren den Weg. Hä? Warum denn jetzt auf einmal? Also, immer keine geisterhaften Spektralspinnen, die sich hier verstecken? Nein? Gut. Das heißt, wir kriegen wieder neue Gegner, ne? Wie es leider immer der Fall ist, nehme ich mal an. Da hinten ist auch ein Netz. Wird zumindest angezeigt. Wie sind wir da nochmal runtergekommen? Ich glaube, irgendwo hier links, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also, falls ich einen nicht mehr ganz so fitten Eindruck auf euch hinterlassen sollte, dann tut es mir wirklich leid. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich Fieber habe. Deswegen, also mir geht es gerade sehr, sehr bescheiden. Aber ich möchte es halt noch vorher alles soweit fertig haben, also vor Ostern. Und möchte dann tatsächlich mal über die Feiertage mich ein bisschen ausruhen. Das wäre mir doch ein Herzenswunsch, damit ich das Ganze auch mal wirklich ein bisschen wegkriege. Es soll ja jetzt eigentlich auch bald wieder ein bisschen wärmer werden. Ich hoffe, das stimmt. Man weiß es nicht. Wenn ja, wird das auf jeden Fall dafür sorgen, dass es mir wieder besser geht. Gehe ich mal von aus. So, hier müssen wir durch. Wenn ich mich irgendwann nur noch wie so ein nasales Schwein anhöre, dann tut es mir auch leid. Aber dann verzeiht mir das einfach, bitte. dürfen wir da hinten noch rum oder werden wir direkt angegriffen, wenn wir jetzt hier noch was einsammeln? Anscheinend nicht. Hoffentlich nicht. Wahrscheinlich deswegen, weil in der Leere irgendwas Heftiges kommt. Ich gehe stark davon aus. So, wir haben ganz viel. Fürs Lernwandeln brauchen wir auch nicht allzu viel. Leerwandel, nicht Lehrenwandel. Aber ich habe so ein ganz, ganz ungutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. So, wie war das mit dem Verschmelzen? R2 und L2, ne? Ich denke mal, das werden wir hier auch brauchen. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es ausdrücken sollte. Wie du was ausdrücken solltest? Du hast mir vorgeworfen, dass ich so getan hätte, als wärst du nie gestorben. So kommt es mir vor, Red. Du wirst meinen Tod akzeptieren müssen. Ich konnte es einfach nicht. Ich gebe es ja zu. Ich verlasse mich auf dich. Deine Anwesenheit verleiht mir Sicherheit. Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem du nicht mehr hier bist. Ich mag kaum dran denken. Ich will deinen Schmerz nicht ignorieren. Ich versuche nur, mit meinem umzugehen. Oh, das... So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Danke für deine Ehrlichkeit. Ja, weil du immer nur an dich selber denkst. Zumindest im Moment. Also im Moment ist sie wirklich sehr...
ich will jetzt nicht sagen egoistisch, aber sehr ich-bezogen bei allem, was sie irgendwie sagt und so. Wir haben ja wieder keine Karte, nehme ich mal an, ne? Ja, natürlich nicht. Wir können darum oder wir können darum. Moment, wenn wir darum gehen. Ja, aber ich glaube, da müssen wir rum. Dann gucken wir einmal kurz hier, ob hier noch was ist zum Einsammeln. Nein, natürlich nicht. Hier ist einfach nur ein Sackgasse. Na gut. Ich glaube, auch in der Leere gibt es auch nicht so viel zum Sammeln, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der gleiche Pfad ist. Müsste ja eigentlich, den wir schon mal gegangen sind. Wenn ja, haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil da nämlich diese ganzen großen Viecher drin waren, die gefangen gehalten wurden oder abgelenkt wurden. Die dürften jetzt immer noch drin sein und bei meinem Glück dann vermutlich frei. Wo ich nicht so erpicht drauf bin, das herauszufinden. Hier ist eine Weinflasche oder? Ah, nee. Das ist keine Weinflasche, das ist... Okay, okay. Das ist eine Laterne. Mal schauen. Kommt doch bestimmt jetzt irgendwas Böses. Wenn nicht nur böse, dann böse und groß. Das hat schon vibriert, als ich gerade auf den Boden aufgestiegen bin. Aufgekommen bin. Was leuchtet hier so? Was ist denn das hier eigentlich? Das soll, glaube ich, auch eine Lampe oder sowas sein, aber die sieht so modern aus. Also wenn es eine Lampe sein soll. Es ist hier so unscharf drin. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht an mir, weil meine Augen tränen nämlich auch gleichzeitig. Deswegen, also, ihr könnt es euch so vorstellen, dass es mir wirklich ziemlich beschissen geht gerade. Aber wie gesagt, ich möchte halt wirklich... Ja, sie bringen noch mehr Freunde mit. Dass wir... Oh, ich hab's geahnt. Ja, und natürlich kann ich jetzt nicht mehr... Ach, ich hasse den Typen. Ja, ich weiß, Kleiner, ich weiß. Ja, bloß nicht ausweichen. Kein Thema. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Nö, warum sollte ich? Du machst das so schon gut alleine. Also, scheußliche Verschmelzung. Astrales Knochenfragment. Wir müssen hier hoch. Haben wir jetzt noch mehr Abstand als vorher? Das verwirrt mich immer mit diesen Anzeigen hier. Ach so, das ist zum Klettern. Ich dachte gerade schon. Da muss mit drunter. Das ist aber definitiv nicht der Weg, den wir hingegangen sind. Also, ja gut, den Schleim haben wir ja quasi weggemacht. Vielleicht sieht es auch deswegen so anders aus. Ich habe keine Ahnung. Oder doch, hier ist die... Das ist doch der Weg, ne? Das war das Lager. Das Buch hatten wir gelesen. Betretet die Leere und findet das Buch. Wie haben wir das denn gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder ist das doch das Buch? Das Buch ist nicht hier. Das Buch könnte dort oben sein. Ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Ich könnte sie dir vielleicht geben. Es hört sich so gar nicht gut an. Aber hier kommen wir nicht hoch. Siehst du eine Möglichkeit, rüberzukommen? Such hier weiter. Such hier weiter. Wie wär's, wenn du mal suchst oder mal irgendwie hilfreich bist oder so? Moment, wir kamen von unten, oder? Kommen wir da weiter? Nein. Ah, okay. Oh, das war so klar, dass sie denn hier runterfällt. Aber von der anderen Seite, ne?
doch nicht. Okay. Da muss ich rum. Sieht wie das Zeug von Lemmy aus. Nur überall verstreut. Auch wenn sich die Lehre verändert, sollte das Buch hier irgendwo sein. Alter, dein Ernst? Wird das hier noch zum Horror, oder? Die Trismegistus-Rätsel. Das Rätsel des Trismegistus. Symbol des nach unten gerichteten Dreiecks. Dieses Symbol bedeutet Gleichgewicht, Einfachheit, Festigkeit. Ich kenne es nur als Element, also Wasser oder Erde oder sowas. Dieses Symbol wird nicht wirklich von der dämonologischen Schule der Magie verwendet, sondern eher von Hexen und Frauen, die sich als Wissenschaftlerinnen bezeichnen. Es wird hauptsächlich für Illusionen oder andere Zauber verwendet, die im Hauptsinne täuschen. Konzentriere dich auf den Ursprung des Zaubers und befehle im Namen des Zauberers, den Zauber rückgängig zu machen. Gib auch an, was durch den Zauber rückgängig gemacht werden soll und welche Bedeutung des Zauberers aufgehoben werden soll. Verstanden. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wir haben das Symbol, das wir brauchen. Zurück zum Berg. Suchen wir ihr Versteck. Aha. Das ist aber nicht alles, oder? Das wäre jetzt zu einfach. Kann ich da runterspringen? Muss ich da runterspringen? Ich muss aber, oder? Komme ich aber nicht hin. Haha. Es ist ja toll. Moment. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Ich sag ja, das ist zu einfach, wenn wir jetzt den Weg einfach wieder zurückgehen. Ich hab's irgendwie im Urin. Da kommt noch irgendwas Böses. Nochmal so ein dicker Klops hier oder. Hast du das gehört? Augen nach vorn, Red. Oh. Verstärkung! Wie viele Vögel hat das Teil bloß? Och, ja, ist ja gut. Alter. Doch, jetzt kann die sich auch nicht mehr... Oh, nee. Oh, ist das nervig. Komm, wie schnell ist die? Sie bringen noch mehr Freunde mit. Steh nicht einfach so rum. Bewegung. Das könnte wehtun. Ich weiß. Deswegen schieße ich ja. Ich weiß, sie hat das anders gemeint. Das war's für dich. Ich hab doch mit ihr irgendwie... Oh, das war's nicht. So war das. Lust auf ein Rennen? Es geht voll auf Angriff. Hast du hier auch? Oh.
Boah, gehen die mir auf den Sack, diese dämlichen Vögel, ganz ehrlich. Sieh zu, dass du da rauskommst. Ja, ja. Roll bloß nicht weg von dem. Ach ja, voll getroffen, aber Hauptsache, sie ist dann nicht mehr da. Krähen folgen dem Ruf. Gott, gehen die mir auf den Sack, ganz ehrlich. Ich bin bereit. Warum? Wozu? Muss doch gar nichts machen. Was erzählst du mir denn hier? Oh, ey, ich hasse diese dämlichen Vogelscheuchen, ganz ehrlich. Ist der jetzt aufgeladen? Ja. Hier kommen wir jetzt aber nicht durch, oder? Doch, hiermit schon. Ich hasse sowas. Ja, Leerwandeln, genau. Oh Gott. Die hat so verdammt wenig Schaden genommen. Es war wirklich grausam. So, wir müssen. Finde das Versteck von Seeker. Oh, müssen wir jetzt den ganzen Weg da hoch? Ja, das ist im Endeffekt wieder zurück, wo ich war, oder? Wenn ich das richtig sehe. Eieiei. Ich muss erstmal wieder Orientierung kriegen hier. Also ich denke mal, hier geht's raus. Komme ich gar nicht runter. Hier geht's anscheinend nicht raus. Ich behaupte mal, das müsste reichen, wenn wir hier so rausgehen. Genau. Wir kommen im Schnee aus. Also wir müssen auf jeden Fall alles zu Fuß machen, leider. Hier war ich schon mal. Hier habe ich auch jemanden abgeschnitten, wollte ich gerade sagen. Hier habe ich auch jemanden abgeschossen, der dann, oder ein Wolf oder sowas, der dann runtergefallen ist. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Moment, jetzt gehen wir immer weiter, nicht immer weiter geradeaus, genau, weil wir müssen ja darüber, sondern wir halten uns rechts, nehmen dann die Seilbahn. Ach, wir sind dann in der Nähe vom Vor. Und das ist dann der Eingang, nehme ich mal an. Also, dass die in der Höhle drin ist. Nehmen die Seilbahn und halten uns rechts und immer geradeaus. Okay. Oh ja, natürlich. Was auch sonst wieder. Och nein, wieso heile ich mich immer? Ach komm. Gib mir den Sack. Mann. Jedes Mal, wenn ich sie spiele, heile ich mich. Das ist doch total bescheuert. Ich wollte eigentlich nur diesen blöden Angriff machen, aber nein.
Hier ist die Seilbahn. Die Frage ist, kommen wir da jetzt so hoch? Doch, da hatten wir eigentlich ein Seil dran gemacht, aber das ist kaputt. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Wo ist das Seil hin? Ja toll, da müssen wir ja auch noch andersrum gehen. Och, nee. Das war doch so ein langer Umweg, wenn wir andersrum gehen, meine ich. Und da... Es war doch hier diese eine Stelle, wo dieser blöde Kampf war, oder? Und da musste ich dann quasi rechts hoch. Ich gehe hier schon mal ganz schnell rechts hoch. Nicht, dass da noch irgendwas kommt. Ja, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine großen Nerven darauf, irgendwo zu kämpfen oder so. Ich will jetzt zum einen die Story natürlich weitermachen. Ich will wissen, wie es am Ende aussieht. Das will ich ja schon seit Stunden irgendwie wissen, aber das wird mir ja immer verwehrt. Und war das hier oder ans Höhe? Achso, die ist gar nicht da. Okay. Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, so grundsätzlich bin ich es auch ein bisschen leid, die ganze Zeit einfach nur kämpfen zu müssen. Die kommt aber nicht rüber. Das ist auch eins über mir, ne? Och, Mann, Anthea. Gewöhn dir den Mist bitte endlich mal ab, dass du immer vor mir oder neben mir hier auftauchst. Und das immer ohne was zu sagen. Ah, jetzt kommt sie doch rüber, jetzt wo ich hier bin. Jetzt komme ich hier nicht rein. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln oder was? Wieso geht die denn jetzt nach unten? Ich dachte, die bleibt da oben. Weil es sah jetzt so aus, als ob das so hoch wäre. Naja, gut. So oder so, egal. Sie ist gekommen, wir können zurückgehen. Sehr schön. Tja, finde das Versteck von Zika. Ich bin echt mal gespannt, was Zika uns jetzt noch so alles erklärt oder nicht erklärt. Oder ob sie Ausflüchte hat oder was weiß ich was. Ach, das dauert ja ewig, bis man da ist. Ich hoffe, dass wir schnell hinkommen. Dass wir jetzt nicht durch irgendwas Großes, also einen großen Feind oder sowas jetzt hier noch aufgehalten werden. Meter noch. Was hatte ich jetzt gesagt? Wenn wir hier sind, einmal so ein bisschen rechts halten und dann relativ geradeaus. Ne? Wir müssen rechts quasi den Weg nehmen und dann so schräg links geradeaus. Dann kommen wir an diese Höhle ran. Okay. Ich denke mal, da können wir noch runterspringen, aber es ist ja nicht schlimm. Wir müssen den Weg hoffentlich nur einmal gehen. Das habe ich bei vielen anderen Wegen auch gedacht. Aber egal. Kann ich hier irgendwo abkürzen? Moment, hier kann ich runter. Ist das jetzt der Weg, wo ich rechts rum muss? Jetzt gucke ich doch nochmal kurz. Ja, ich muss es im Prinzip nicht. Ich kann aber. Ich kann da rechts rum und dann da runterspringen. Oder hoch. Nicht runter. Von mir aus. Und dann immer so schräg geradeaus. Denke darum. Das sieht gut aus. Ach, das ist vor mir. Hä? Ich sehe Spuren. Okay. Ach, das ist wegen dem oben. Moment, wie... Die Frage ist, sie ist wahrscheinlich oben in der Höhle, oder? Wenn das Versteck hier unten wäre, wäre wahrscheinlich zu einfach, nehme ich mal an. Und ich sehe sie da auch nicht. So, wir kommen da aber theoretisch auch hoch. Ich habe hier noch immer mein Dings liegen. Tja, hätten wir es gekonnt, hätten wir jetzt hier importen können. Aber ich hatte ja leider keinen Port da. Obwohl, es stimmt nicht ganz. Ha, ich bin auch blöd. Vor der Windmühle hätte ich noch einen Pott gehabt.
Hier ist es. Seeker befindet sich hinter der Mauer. Möge der Schleier der Unwissenheit gelüftet werden. Lasset uns durch die Augen von Grace Pennington sehen. Okay. Ich dachte, man sollte sagen, was umgekehrt werden soll. Sarah Dean? Ihr seid erstaunlich langsam, selbst für einen Verbanner. Ihr kommt zu spät. Oder zu früh. Endlich haben wir euch gefunden. Habt ihr mich wirklich so vermisst? Ihr hättet euch beeilen können. Man glaubt immer, man hätte noch etwas mehr Zeit, bis man plötzlich keine mehr hat. Es war nicht umsonst. Wir sind weit gekommen und haben viel gelernt. Das hoffe ich. Aber alles habt ihr bestimmt noch nicht verstanden. Immerhin seid ihr immer noch Verbanner. Das sind wir in der Tat, Grace. Ah. Also wisst ihr es. Ich weiß, dass ihr Penningtons Tochter seid. Auch wenn ich keine Ähnlichkeit erkennen kann. Das konnte er letztendlich auch nicht. Das muss geschmerzt haben. Der liebe Captain hat viele Seiten. Aber vor allem ist er ein überzeugter Puritaner. Und ich, seine Tochter, bin eine Hexe. Ich habe mich ihm widersetzt, habe verbotenes Wissen gesucht und Grenzen überschritten. Am Ende dieser unsäglich schmerzhaften Reise war Grace tot. Und Seeker wurde geboren. Ja, es war schmerzhaft. Aber das war es wert. Ich kann es mittlerweile akzeptieren. Alles. Siri Dean hat eine Lehre hinterlassen und ich muss sie füllen. Das akzeptiere ich. Ich bin bereit, meinen Platz in dieser Welt einzunehmen. Wie sieht es mit euch aus? Fragen wir erstmal. Wir haben überall nach euch gesucht. Wieso habt ihr den Sumpflanden den Rücken gekehrt? Ich brauchte Zeit. Ruhe. Ein Ort nur für mich. Ihr habt euch hinter Lammy Haskells Dissimulationszauber versteckt. Das wisst ihr also auch. Er hat ganze 7 Jahre lang gehalten. Ist das nicht beeindruckend? Das ist der Ort, an dem ich mich von der Einsamkeit umhüllen ließ, wo ich sie zu meiner Stärke machte. Ja, ich würde gerne wissen, wo Sarah Dean sie gefunden hat, ja. Als Kind hasste ich es, alleine zu sein. Dadurch wurde ich verletzlicher für eine trügerische Kreatur. Diese Gabe zu besitzen, ohne sie zu beherrschen, ohne Führung, kann sehr gefährlich sein. Zu dem Zeitpunkt, als ich meinen angeblichen Freund endlich verbannen konnte, war meine gesamte Familie schon beinahe verloren. So einen niederträchtigen Geist alleine zu vernichten. Ihr hattet entweder sehr viel Glück oder immenses Talent. In der Lehre fühlte ich... Ich fühlte, als wäre er anwesend, als würde er nach mir rufen. Vielleicht hat er das, aber vertreibt die Furcht aus eurem Herzen. Denn ihr seid jetzt stärker, Antea Duarte, und ihr seid nicht mehr alleine. Ihr habt euch selbst Magie beigebracht? Nicht wirklich, eigentlich gar nicht. Ich lernte erst durch Lammy Haskells verbotene Bücher, dass Magie wirklich existierte. Es heißt, man solle immer auf die Stillen Acht geben. Lammy und ich waren solche Stillen. Diese Bücher haben mir die Augen geöffnet. Das Hexenwerk erlernte ich aber erst, als Siri Dean mich fand. Lammy ließ mich aus dem Gefängnisfenster blicken. Aber Siri Dean öffnete mir die Tür. Ach, müssen die mal so 2 Fragen, die man eigentlich stellen möchte, in einen reinpacken? Ja, sie war ihre wahre Mentorin. Also ich sag ihr jetzt erstmal was von Lammy. So. Lammy ist froh, dass es euch gut geht.
Er meinte, er würde euch einen Besuch abstatten wollen. Als ich ins Exil verbannt wurde, war er der Einzige, der mir half. So ein netter Junge. Jetzt ist aber keine Zeit für Besuche. Später vielleicht. Später, wenn ihr den Fluch gebrochen habt. Der Junge wird enttäuscht sein. Er ist geradezu vernarrt in die Hexerei. Die Zeit ist für uns gekommen, nach New Eden zurückzukehren und uns dem Albtraum zu stellen. Ja, das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Blickt eurem Schicksal ins Auge und bereitet dem Fluch ein Ende. Cyrodiil meinte, dass der einzige Weg zurück durch die Leere führt. Aber der Teich scheint nicht mehr zu funktionieren. Wir brauchen eure Hilfe. Natürlich braucht ihr die. Wir hören. Erinnert euch an Cyrodiils Worte. Wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr einander euer Herz öffnen. Keine Mauern. Ein starkes Band. Wir waren nie stärker. Dieser Leeres ist nicht wie die anderen. Hier tritt die Leere in unsere Welt über. Er befindet sich im vermoderten Zentrum der ganzen Region. Ihr müsst alles, was noch in eurem Herzen lodert, an der Schwelle zurücklassen. Tut ihr das nicht, wird euch die Leere töten. Wo genau wird die Leere uns in New Eden Town ausspucken? Der Trick dabei ist, sich auf die schönsten Erinnerungen zu konzentrieren und sich dorthin bringen zu lassen. Zumindest wirkt das für mich. Versuchen wir es. Und wenn ihr erfolgreich wart, werde auch ich nach New Eden Town zurückkehren. Wir werden uns dort sehen. Zeigt mir eure Waren, jetzt kann ich schon mit der handeln, oder was? Nun denn, dann brechen wir besser auf. Befriedet dieses zerrüttete Land und eure unruhigen Herzen, meine Freunde. Es mag keine große Hilfe sein, vor allem aus meinem Munde. Ganz im Gegenteil. Hab Dank, Seeker. Wir werden unser Bestes geben. Ja, durchquert die Leere. Heißt was? Wo muss ich jetzt genau hin? Wieder zu denen zurück, oder? Also da zu den Druiden? Sieht so aus, ne? Ja, ja, Sidirians Unterschlupf, genau. Also wirklich da, wo quasi alles begonnen hat, wo wir drüber gesprochen haben. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier aus der Höhle rausgehen. Ich werde aber vorher mal gucken, ob sie vielleicht noch irgendwas Interessantes hat. Eure neue Behausung gefällt mir deutlich besser als die alte. Damals war ich ein anderer Mensch. Die Vulkots von Roanoke, meine Erforschung der neuen Welt, war bis zum heutigen Tag eine Abfolge von Enttäuschungen und Frustrationen. Trotz monatelanger Suche in den Kolonien und konträr zu dem, was ich nach dem Studium von John Whites Bericht vermutet hatte, fand ich keine Spur von Vulkots oder irgendeiner anderen Art von Vampiren. Roanoke Island war verlassen, sogar von der einheimischen Bevölkerung. Ich setzte meine Suche nach der geheimnisvollen Crescent Island weiter nördlich fort. Angeblich war sie vor kurzem verschwunden, aber auch das war erfolglos. Trotz meiner neuesten Karten war die Insel unauffindbar und mich ergriff ein seltsames Gefühl, als ob ein böser Wille über dem Wasser schwebte, um ankommende Schiffe abzulenken. Obwohl es auf den gleichen okkulten Traditionen beruht, ist es hier ganz anders als in Europa. Dennoch bin ich überzeugt, dass an diesen unbekannten Küsten und Ländern schreckliche Geheimnisse lauern. Überall stoße ich auf Spuren des Okkulten und des Bösen unter dem Deckmantel des Glaubens und der Reinheit, der für die Kolonien der neuen Welt so typisch ist. Diese Seiten beinhalten die Ergebnisse meiner Forschungen und Beobachtungen, in der Hoffnung, dass sie anderen Brüdern in den kommenden Jahren eine Hilfe sein werden. Denn mehr denn je bin ich davon überzeugt, dass die Bruderschaft der Stola des heiligen Paulus mehr Beobachter vor Ort braucht, die in der Lage sind, Informationen zu begleichen. Wir müssen ein wachsames Auge auf die Phänomene haben, die sich hier bereits ereignet haben oder bald ereignet werden. Wenn sie sich nicht schon unter den Sterblichen verstecken, wird es nicht mehr lange dauern, bis sich die Bluttrinker hier niederlassen. Unsere Wächter müssen jedes Anzeichen dafür untersuchen und melden, bevor über die Verbannung des Drachen entscheiden. Sobald ich nach England zurückkehre, werde ich um Freiwillige unter unseren Brüdern bitten, die sich in diesen Überseekolonien niederlassen und unsere heilige Mission diskret verfolgen. Lucius Raspberry, Primas von St. Paul, 1665. Das wird nützlich sein. Oh, amerikanischer Vampir. Finde die alten Schriften der Bruderschaft der Stola. Oh, okay. Cool, das war eine Errungenschaft. Ha. Das Geheimnis des alten Moos
Kopfes. Ich muss aber auch sagen, ich finde das hier ziemlich gemütlich. Also ich würde es mir auch hier gut gehen lassen, wenn ich hier wäre. Was ist das? Nichts, was für euch von Interesse ist. Auf jeden Fall irgendwas, was abwehrt, nehme ich mal an. Achso, das wollte ich mir auch noch in Ruhe angucken. Hat aber nichts mit dem Zauber zu tun, nehme ich an. Aber vielleicht ist das so eine Art Siegel oder so. Man weiß es nicht. Na gut. Wir müssen ja im Endeffekt nur hier runter. Sie ist jetzt die Hüterin. Möge sie über alles Wissen ihrer Mentoren verfügen. Und noch mehr. Ich wünschte, ich wäre halb so schlau wie meine. Du bist nicht so dumm, wie du tust. Du wirst dich wacker schlagen. Ja, was heißt nicht so dumm, wie du tust? Ich meine, er tut ja auch nicht so. Also, er tut vielleicht so, aber er... Na, ihr wisst, was ich meine, ne? Gut. Ich reise jetzt hier unten zu dem Feuer und wir sehen uns dann im nächsten Video im Unterschlupf wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.